Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Trackmania in der Spring Season. Diesmal die Strecke Nummer 8. Die 7 mit der Abkürzung leider nicht geschafft, aber auch so eine 30.996 Ziel erreicht. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal hier gleich gegen die Goldzeit. Und schalten die dann wahrscheinlich aus, wenn die Autormedaillen da sind. Motor off. Da kommt auch jemand Drift, okay. Da dann nach links fahren, alles klar. Erstmal die Strecke kennenlernen. Relativ Full Speed hier. Oh, links ist auf jeden Fall die bessere Abkürzung. Und dann schauen wir nochmal. Jetzt habe ich die Strecke ein bisschen intus. Oh, ärgerlich, ärgerlich. Die hatte ich nicht so steil in Erinnerung, die Kurve, aber macht der Sinn? Hat er hier nicht so viel Speed? Ich muss jetzt erstmal jede Passage natürlich sehen, wie ich sie hinbekomme, wenn ich hier den Speed habe. Nein, schade. Okay. Auf jeden Fall will ich das linke Ziel gleich mitnehmen, weil das wird für die Autormedaille safe gebraucht. Ansonsten gefällt mir die Strecke erstmal ganz gut. Im ersten Part kann ich ein bisschen verbessern, aber da möchte ich dann die Autormedaillenzeiten sehen. Schade. Zu viel Speed gehabt, da habe ich mich in dem Eispart gedreht. Ansonsten wäre das, glaube ich, echt eine gute Runde geworden. Reden wir am besten nicht drüber. Sieht gut aus. Goldmedaille, Autormedaille in einem. Okay. Verbessern. Und dann möchte ich auf jeden Fall erstmal schauen, ob es irgendwelche Abkürzungen gibt vom Weltrekord. Besten aus Deutschland, Riolu. Und dann sage ich mal noch ein paar, die man vielleicht knacken kann. Am Anfang wahrscheinlich nicht, aber irgendwann mal. Also schauen wir mal. Die Sliden natürlich, macht Sinn. Jetzt den Schwung generieren. Ganz schön viel Schwung schon. Ui. Nicht gut.
Ich sollte vielleicht erstmal normal runterfahren. Hier kommt man eindeutig ohne Drift rum. Also der erste Part ist schon mal essentiell wichtig. Okay, am Ende habe ich noch viel Zeit verloren. Das heißt, wenn ich mir die ganze Strecke so fahre wie da, wenn man jetzt halt gesehen hat, wie die anderen fahren mit den Schlingern hier. Wie können die da dann mit dem Eis so gezielt fahren? Okay, hab's verstanden. Hab's verstanden, wie sie so gezielt fahren können. Ganz, ganz leichte Lenkbewegungen. Das heißt, ich kombiniere jetzt erstmal runterfahren, geradeaus, mit ganz leichten Lenkbewegungen. Ärgert mich das. Darf nicht auf dem Motorblock lenken, sondern erst danach, wirklich erst danach. Ärgert mich das. Also ich bin echt an guten Zeiten dran. Frage ist, wer fährt mit mir hier mit? Das sind die 31er Zeiten. Bin ich jetzt einfach mal reingeschmissen. Hauptsache erstmal im Ziel drin. Gar nicht mal so schlecht. Also für die Zwischenzeit würde ich sagen, gar nicht mal schlecht. Der kann ich aufbauen. Also die Wiese ist keine valide Abkürzung. Leider den Drift nicht weit genug gefahren. In der Mitte geklippt. Aber gut. Ich glaube, ich wähle nach der Runde mal ein paar andere Zeit noch aus. Yep. Denn wir haben ja eine neue Zeit gefahren. Gibt es hier irgendetwas? Also die beiden schlagbar. Weltrekordzeit lasse ich mal drin. Eine 31,9. Eine 30,8. Beiden hier noch. Würde ich mal sagen. Nee, kann ich vergessen, war der Winkel falsch. Ach, ärgerlich. Sage ich sehr oft, aber das ist halt wirklich einfach ärgerlich. Die erste Kurve und die letzte Kurve machen so viel von der Zeit aus.
Yes. Ein Zehntel nur. Ein Zehntel nur. Okay, hier bin ich sehr mit zufrieden. Hier bin ich sehr mit zufrieden. Hier bin ich auf Grün gekommen. Eigentlich sehr zufrieden mit. Ich weiß nicht, ob ich da noch viel rausholen kann. Ich werde es versuchen, noch ein paar Minuten. Es ist nur noch eine Frage von Minuten, wo das klappen könnte. Und wenn es klappt, dann aber richtig. Ich habe gesehen, dass ich ja 2 Zehntel safe besser fahren kann. Wenn nicht sogar 3 oder 4, das wäre dann nochmal ein richtig großer Sprung. Och, schade. Deswegen weiter probieren. Ticken zu früh eingelenkt, Innenband erwischt. Ticken zu spät, Außenband erwischt. Perfekte Einlenkpunkt. Oh, 3 Zehntel schneller. Viel zu früh eingelenkt. Habe ich den Sprung nicht richtig reingeschafft? Muss dich gegenlenken, dadurch ist die Runde eh schon im Arsch. Das ärgert mich, aber da war eh nicht viel zu holen. An Zeit. Ne, also ich sehe, eine Verbesserung ist noch drin. Danach ist es alles nur noch Kampf. Ist jetzt schon eigentlich nur noch Kampf. Musste ich alles riskieren, hat nicht geklappt. Die perfekte Linie, wenn man nicht trifft, dann hat man so einen Nachteil, sage ich euch. Die Ideallinie treffen oder nicht, ist hier die Sache. Ihr eben nicht.
2,2 Zehntel nochmal. Mit der Zeit gehe ich. Hier war ich vorne mit dabei. Jetzt muss ich ein bisschen vom Gas gehen. Den Schwung hole ich hier aber wieder auf in der Kurve. Und hier perfekt reingetaucht. Also wie ihr seht, es ist noch deutlich mehr drin. Auf jeden Fall. Ich würde locker sagen, bei Nessolator oder wo er ist, da könnte ich mich noch sehen. Und das ist eine Zeit von 31,367. Die könnte ich, glaube ich, schaffen. Alle drüber, glaube ich, ist schon sehr, sehr weit hergeholt. Aber ich bin mit der 31,6 sehr zufrieden, gerade weil das wirklich jetzt gut geklappt hat und ich sehr, sehr gut durchgekommen bin. Dementsprechend schauen wir uns nochmal die Zeiten an. Mit der Top 615 in der Welt. Immer ungefähr im gleichen Rahmen, das passt ja dann auch. Und dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder mit rein. Und da knacken wir vielleicht mal wieder die Top 5 in der Region. Hoffe ich. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine Zeit, die man, naja, nicht stolz drauf sein kann. Und das halt schon, aber ich bin glücklich damit, sag mal so. Und dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder mit rein und haut rein.